Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich mit dir zusammen den Geburtstag von Glossybox feiern. Happy Birthday, Glossybox. Unfassbar. Ja, und weil Glossybox Geburtstag hat, lässt sie uns auch daran teilhaben und hat eine Special Edition rausgebracht. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zu erfahren, was sich in dieser Box verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, Geburtstag, ne? Gucken wir mal rein, was die Glossy Box so zu bieten hat. Die ist dieses Mal extra gut verpackt. Also da hast du noch so ein extra Klebekram drüber. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass da ein exorbitant großer Inhalt mit drin ist oder weil es irgendwie anders nicht zugegangen ist. Ich weiß es nicht. Das lässt sich dann natürlich etwas schwieriger öffnen. Dann nehme ich dann noch meine Schere zur Hand und reiße das Moped auf. Und wie es schon angekündigt ist, wir haben eine richtig geile, außergewöhnliche Box von der Glossy Box. Also so eine Special Edition Holo. Mega geil. Guck mal, das tropft quasi so runter und das sieht hammerschön aus. Also das gefällt mir unfassbar gut. Ich bin mal sehr gespannt, wie ich das nachher in ein Thumbnail kriege. Mit Blitz und so, das wird aufregend. So, als erstes haben wir hier ein paar Gutscheine drin. Ein paar mehr. Oh mein Gott, das sind einfach viel mehr als sonst. Ja, ne? Das ist jetzt aber gerade irrelevant. Und dann haben wir noch eine Produktprobe von Bandini. Ach super, die hatte ich letztens auch mal verschenkt in einem Tauschpaket. Und hier haben wir die sinnlich duftende Pflege mit Blütenwasser und Pflegekomplex. Die Hydro Body Lotion. Das wandert doch mal direkt, aber direkt in meine Probenkiste. Blütenwasser, genau. Mit Blütenwasser hatte ich auch letztens nur so ein Dreier-Set mit dir zusammen in meinem Summer Spa Sunday getestet. Genau, so. Ich bin aber viel zu aufgeregt und möchte einfach wissen, was sich in dieser Box verbirgt. Also machen wir sie doch einfach mal auf. Ich habe übrigens so gut wie nichts auf meinem Gesicht. Das ist jetzt einfach nur ein bisschen Mascara und Glitter-Eyeliner oder was das nicht alle ist, ne? Den ich heute Morgen drauf gemacht habe für die Arbeit. So. Hier haben wir den Inhalt der Box, beziehungsweise den ersten Blick in die Box und da kommt ein schöner Duft raus. Oh, no, das riecht gut. Das riecht nach Parfüm, Leute. Und hier haben wir das Häppchen, wo drin steht, was drin ist. Und ein Schleifchen, was wir öffnen können. Ein Glitzerklebi dieses Mal. Ich muss es reißen. Ich brauche kurz eine andere Hand. Und da haben wir den ersten Blick in die Box. Ist doch schon mal ganz vielversprechend. Sehr glitzernd. Ui, ui, ui. So, was ich immer ganz gerne mache, ist, dass ich mir zuallererst mal anschaue, was hier auf der ersten Seite des Heftchens, wo drin steht, was drin ist, drin steht. Weil da erfährt man halt, was die Glossybox-Menschen sich überlegt haben, als sie die Box gepackt haben. Yay, Glossybox-Birthday! Zelebriere mit deiner The Birthday Edition die Liebe zur Beauty. Wir können es kaum fassen. In diesem Jahr feiern wir nun schon zum 8. Mal den Glossy Birthday. Was für eine aufregende Zeit voller Produktneuentdeckungen, gefeierter Favorites und Beauty-Liebe. Doch noch aufregender ist das, was vor uns liegt. Einen kleinen Vorgeschmack darauf bekommst du bereits mit dieser Birthday Edition. In unserem Geburtstagsmonat starten wir mit einer ganz besonderen Special Design Box, die mit einem zuckersüßen Look überrascht. Ach, heißt das, dass jetzt im August noch mehr kommt? Das würde mich ja echt freuen. Also ich habe zum Beispiel auch gesehen, dass die Barbour Box wieder verfügbar war und man das kaufen konnte. Habe ich auf Instagram übrigens auch geteilt. Ich hoffe, der sie noch haben wollte, hat sie auch bekommen. Du kannst es kaum erwarten zu sehen, welche entzückenden Beauty- und Pflege-Must-Haves sich darin verbergen. Mindestens genauso wie wir es kaum erwarten können, deinen Unboxing-Moment zu sehen. Bitte schön, Glossy Box, wenn du zusiehst, have fun. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Teile mit uns deine schönsten Bilder mit unserer Geburtstagsbox auf den Social-Media-Kanälen und vergiss nicht den Hashtag Glossy Birthday zu setzen. Ja, das mache ich immer. Also Glossy Birthday ist dann jetzt ein spezieller Hashtag. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren wünscht dir dein Glossybox-Team. Vielen Dank, liebes Glossybox-Team. Ich bin auch sehr gespannt, was jetzt so auf mich zukommt. Dieses Produkt war hier tatsächlich auch in der Sneak Peek. Das ist Style London, der Glossybox Blush. Das scheint so eine Kooperationsgeschichte zwischen den beiden Firmen zu sein. Das ist der Peach Blossom Blush. Und muss kurz ein bisschen spoilern und schaue in die Box. Also hier gibt es auch kein Tint-Produkt. Das heißt, ich werde mir den
auftragen. Ach so, Glossybox allgemein. Kommt monatlich, kostet ungefähr 12,50 Euro bis 15 Euro, je nachdem, was du für ein Abo wählst. Ich habe das Jahresabo, dass ich quasi einmal im Jahr auch den kompletten Zahlbetrag bezahle. Das wird in einem Rutsch abgebucht und genau, zahle dann 12,50 Euro pro Box und da sind immer ungefähr 5 Beauty-Produkte drin, also mindestens 5, ne? Und Wert ist immer ziemlich nett, sag ich mal. So, jetzt habe ich in der Zwischenzeit, wo ich gequatscht habe, dieses Pöttchen ausgepackt. Und dann gucken wir mal. Ach, das ist, glaube ich, ein loser Blush, ne? Weil hier hat er so ein Puffelding drauf. Ja, das ist ein loser Blush. Ich bin ja in letzter Zeit voll auf dem Trip, dass ich diese losen Puderprodukte extrem gerne mag. Zum Beispiel hatten wir ja letztens auch einen losen Highlighter oder zwei lose Highlighter hatte ich jetzt auch schon in Boxen drin. Die sind einfach Hammer von der Pigmentierung. Und jetzt find mal hier den Anfang, wo du es aufmachen musst, ne? Gar nicht so einfach. Doch, da. Man muss nur akribisch und dann fuddeln und dann ziehen und dann gucken wir mal, was dabei rumkommt. So, ne? Das ist Müll. Und ja, hier haben wir das lose Puder. Und ich habe schon geguckt, da ist auch ein Rougepinsel mit drin. Den wollen wir doch mal direkt ausprobieren. Und zwar ist der, naja, wobei, ich weiß nicht, ist es ein Rougepinsel oder ist es ein Highlighterpinsel? Was hat sich der Autor dabei gedacht? Doch, das ist ein Rougepinsel. Mhm. Genau, das ist von einer Kooperation zwischen Luvia meets Glossybox. Luvia mag ich ja unfassbar gerne. Hier steht es übrigens auch drauf, dass es ein Blush Brush ist, ne? Und von Luvia habe ich ja auch immer mal wieder Produkte, Paletten, Pinselsets sowieso. Und jetzt freue ich mich sehr, dass da auch ein Rougepinsel mit drin ist, der sich wirklich weich anfühlt, der aber relativ schmal vorne ist. Hier lösen sich schon ein paar Haare. Hier oben ist zum Beispiel eins, was entweder ein bisschen zu lang ist oder was sich löst, das weiß ich nicht. Aber naja, wir gucken uns das mal an. Ja. Bin ganz aufgeregt, Leute. Ich habe jetzt natürlich keine Foundation drauf. Das heißt, es wirkt natürlich bei weitem nicht so, wie es wirken würde, wenn man Foundation und Puder und so drauf hätte. Aber ich will mich jetzt nicht nur, um einen Blush aufzutragen, schminken, Leute. Ich glaube, das könnt ihr nachvollziehen, oder? So, ich dippe jetzt hier mal vorsichtig rein mit dem Blushpinsel. Hab direkt auch schon ein bisschen Puder hier auf dem Pinsel drauf. Und trage mir den mal auf. Oh, das riecht übrigens so ein bisschen... Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ein bisschen wie irgendwas, irgendein Puder, was ich bei meiner Omi auch schon gerochen habe, ist jetzt nicht böse gemeint. Ne? Das ist halt immer bei mir positiv, wenn ich sage, es riecht nach alter Frau. Für mich nicht passend, aber ich mag den Duft, weil meine Oma auch eine sehr gute Frau ist. Und ne? Das ist dann positiv. Okay, das ist ein sehr, 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 sehr sanfter, natürlicher Blush. Ich versuche noch ein bisschen mehr Produkt rauszukriegen und mache mir das tatsächlich auch mal auf den Deckel drauf. Denn normalerweise machst du dir ja dieses lose Puder immer so auf den Deckel, aber irgendwie ist das so pudrig, dass wenn ich das quasi runter mache, dass erstmal die Hälfte, ne, in die Luft geht und ein bisschen was kommt dann auch hier drauf. Naja, ja. Jetzt habe ich hier Produkt drauf, gehe mit dem Pinsel rein, klopfe den Pinsel etwas ab. Und gebe das nochmal hier so hin. Und ich glaube, der hat auch so einen leichten Schimmer mit dabei. Das sieht aber schön aus. Ja, wie gesagt, das sieht schöner aus, wenn du das wirklich auch dann so benutzt, wie man es normalerweise benutzt, nämlich mit Foundation, mit Puder drunter und so weiter. Aber sowohl der Pinsel als auch der Blush gefallen mir jetzt per se eigentlich schon mal ganz gut. Das sieht ganz nice aus. Ich betone jetzt auch so ein bisschen meine Sommersprossen, ne? So, ich habe jetzt ordentlich Produkt verwendet, um das mal so zu sagen. Hat aber wohl einen ganz schönen Effekt. Es ist sehr, sehr natürlich, ne? Man sieht es, glaube ich, fast nicht in der Kamera. Hat einen leichten Schimmer, ein leichtes Finish. Ja, und ich bin ja schon ein helles Häutchen. Wenn du noch ein helleres Häutchen hast als ich, sieht man ihn dann wahrscheinlich noch weniger. Ja. Etwas aufbauen. Ach ja, aufgebaut geht der auch wohl, ne? Also man sieht ihn in der Kamera und auch im Spiegel jetzt nicht so ultramäßig. Aber es ist ein Produkt, was man verwenden kann, was ich ganz interessant finde. Ist aber relativ hell, aber gut, Peach ist ja in, sagt man ja, ne? Naja.
So, Next One ist hier von Biore Aktivkohle, die One-Minute-Thermomaske. Da sind ja mehrere drin. Das ist ja nicht nur ein Sachet da drin, sondern gleich 4. Genau. Ein tolles Produkt, was ich sehr, sehr oft verwende, was aber auch schon sehr, sehr oft in Boxen war. Also jetzt nichts Außergewöhnliches, wo ich jetzt vollkommen eskaliere. Naja, aber nice to have und es ist einfach ein gutes Produkt. Ich kann es auch empfehlen. Ich mag es. Ich packe es auch immer wieder in Tauschpakete und so rein, weil ich es einfach toll finde. Dann habe ich hier das vierte Produkt. Das ist die White Now Infinite Shine Sofort Weißer Glanz. Ein sofort weißer plus Glanz, wissenschaftlich nachgewiesen, nach nur einmal putzen. Neue Formel. Der Soforteffekt ist rein optisch und zeitlich begrenzt. Ja gut. Eine Zahnpasta in einer Birthday Box. Also haut mich jetzt nicht so von den Socken. So. Und was hier das letzte ist, tatsächlich, das fünfte, das finde ich schon wieder gut. Das ist von The Body Shop, British Rose Body Joghurt. Das finde ich cool. Das mag ich, das gefällt mir. Hier haben wir dann da das Zeichen drauf. Das Logo von The Body Shop und eine Rose. Und ja, hier haben wir das Produkt drin. Riecht ganz schön, ich mag ja Rosenduft. Werde ich auch definitiv verwenden, weil ich sehr, sehr viel so Körperpflegeprodukte verwende und auch viel Hautpflege so aufbrauche tatsächlich. Also da bin ich, ja, weil ich halt einen großen Körper habe, immer ganz gut mit dabei. Und ja, lässt sich jetzt schön auftragen, fühlt sich wirklich toll an. Und es riecht schön, ja. Ich mag Rosenduft, das gefällt mir. Also das ist wirklich auch ein Highlight-Produkt. Das würde ich schon so unterschreiben, ja. Das ist ein tolles Produkt. Also 3 von 5 Produkten fand ich jetzt richtig gut wohl. Also, dass ich sagen würde, ja, ne, habe ich mich drüber gefreut. Das heißt, es war der Body-Joghurt, das Blush und der Blush-Pinsel. Das sind richtig tolle Produkte, auch wenn das Blush ein bisschen dezent ist. Aber ich denke, wenn ich jetzt wirklich mich auch richtig schminken würde und meine Sommersprossen jetzt nicht so sichtbar wären, wie sie jetzt halt sind, würde der auch mehr wirken, ne? Weil der ist an sich schön, das ist eine schöne Farbe. Es ist natürlich, ich könnte es theoretisch auch so tragen im Alltag, ohne dass ich jetzt irgendwas drunter hätte. Dann wäre das halt sehr dezent und hätte einfach nur so ein natürliches Finish. Wenn ich es ein bisschen mehr kabam möchte, dann muss ich mich halt vorher ein bisschen anderweitig schminken. Das werde ich auch mit dir mal zusammen testen. Ja, was mich jetzt aber nicht so umgehauen hat, war natürlich die Zahnpasta. Eine Zahnpasta in der Birthday Box, nein danke. Ja, und die waren jetzt einfach schon sehr, sehr häufig in Boxen drin. Da hätten sie sich auch vielleicht mal was anderes überlegen können. Das ist meine persönliche Meinung, aber ich beschwere mich nicht, denn wir müssen ja immer wieder dran denken, wir zahlen für diese Box zwischen 12,50 Euro und 15 Euro. Da regen wir uns nicht drüber auf, weil wenn 3 von 5 Produkten, die einen relativ hohen Warenwert haben werden, mir gefallen, dann ist die Box für mich schon wieder in Ordnung. So, und hier blende ich dir auch mal ein, was der Boxenwert so dieses Mal ist. Kann ich ja anhand des Heftchens, wo drin steht, was drin ist, nachschauen. Und ja, das war jetzt tatsächlich die Glossy Box Birthday Edition. Hatte ich mir ehrlich gesagt mehr von erhofft, ne? Naja, aber mal gucken, was die sonst jetzt noch im Geburtstagsmonat raushauen. Wir bleiben gespannt. Ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen und fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich echt drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!